Ziemlich rutschig hier oben. Lex, pass bitte auf. Lex! Boah, krass. Was ist das denn für ein Ei? Seltenes Ei. Und hey, da bist du ja wieder. Willkommen zu einem neuen Video. Freut mich wirklich mega, dass du wieder eingeschaltet hast. Vergiss auf jeden Fall nicht, jetzt schon mal einen Daumen nach oben da zu lassen und den Kanal hier zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken, denn dann verpasst du, ja genau du, kein neues Video. Und wenn auch du hier in den Kommentaren angezeigt werden möchtest, dann kannst du ja jetzt einen lieben Kommentar da lassen, genau wie diese Kommentare hier, und dann kann ich dich auch einblenden. Aber hey Freunde, ich bin echt gespannt, was in diesem Ei hier drinne ist. Boah, da könnte alles drinne sein. Vielleicht ein Dinosaurier, vielleicht ein cooler Vogel oder vielleicht was ganz anderes. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was da vielleicht drin sein könnte. Aber hey Freunde, ich glaube, ich lege das Ei jetzt hier irgendwo hin. Am besten hier hin oder dahin, da sind meine Diamanten. Weißer Tee, dann lege ich das am besten hier neben den Tee hin. So, und ich würde sagen, ich mache jetzt ganz schnell die Gartenarbeit und dann laufe ich zu Lex. Und dann schaue ich mal, was heute noch so passieren wird. Ich habe richtig Lust, mit Lex irgendwas zu spielen. Das wäre richtig cool. So, Tür zu. Und zack, 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 zack. Und zack, 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 zack. Ganz schnell hier alles abbauen. So. Und wieder einpflanzen. Ich bin mal gespannt, ob Lex heute zu Hause ist oder ob Lex irgendwas anderes macht. Vielleicht finden wir ja Lex irgendwie zufällig im Supermarkt oder so. Das wäre auch irgendwie lustig. So. Oder vielleicht auch generell einfach so in der Stadt. So, jetzt ganz schnell alles reinbringen. Und ich kann ja mal Lex wieder eine Wassermelone mitbringen. Hehe, der mag die ja so sehr. Das Ding ist, Leute, mittlerweile mag ich Wassermelonen auch extrem. Weil die schmecken wirklich richtig gut. So, ich nehme mal 6 Stück mit. So. Lalalala. So, Tür zu. Und ich würde sagen, auf geht's zu Lex. So, wir nehmen auch einfach ganz schnell das Auto. So, und los geht's. Das Wetter ist auch heute richtig gut. Wir könnten alles Mögliche machen, Leute. Wir könnten ja auch später vielleicht kurz zum Adventure Park oder so. Das wäre richtig cool. Boah, Leute, Ikea? Boah, wann macht denn der auf? Steht hier vielleicht irgendwas? Bald große Eröffnung. Okay, da steht noch kein richtiges Datum oder so. Aber dieses Zeichen sieht echt cool aus. Und dieser riesige Kran hier. Und dieser Wagen. Boah, richtig nice. So. Aber wir fahren jetzt erstmal zu Lex und schauen, was er so macht. Hoffentlich ist er zu Hause. So, er scheint auch nicht hier irgendwo rumzulaufen. Nee. Am Kuchenladen. Ist er auch. Ich kann ja mal anhalten und für Lex einen Kuchen mitbringen. Schwarzwälder Kirschtorte. Die isst er so gerne, Leute. So. Habe ich genug Diamanten dabei? Ja, 4 Stück kostet die sogar. Ich habe sogar genau passend 4 Stück. So, hallo. Ich hätte ganz gerne eine Schwarzwälder. Genau die hier. Black Forest Cake. Heißt Black Forest etwa Schwarzwald? Das heißt, Schwarzwaldtorte? Hehe, cooler Name. Dankeschön, tschüssi. So, das Auto kann ich ja theoretisch auch hier lassen. Weil ich glaube, den Kuchen kann ich jetzt nicht im Auto transportieren. So, das heißt, ich laufe jetzt einfach mal zu Lex. Hoffentlich ist er da. Boah, ich habe richtig viel für Lex mitgebracht. Melonen, Schwarzwälder Kirschtorte. Hehe, es ist fast so, als hätte er Geburtstag. So. Lex? Hallo? Einen Moment, ich komme sofort. Lex! Hey, Iki! Hallo, Lex! Hey. Na, du? Na, alles gut bei dir? Guck mal, was ich dabei habe. Oh nein, als ob! Dann oh ja! Traummelon. Mm, nom, 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 und guck mal hier, Lex. Nein, das hast du nicht gemacht. Weißt du, wie die heißt? Das ist eine Schwarzwälder Kirschtorte. Aber da steht Black Forest Cake drauf, also... Schwarzwaldkuchen. Aber Black ist schwarz und Forest ist Wald. Also Schwarzwaldtorte. Komisch, ne? Wo ist denn die Kirsche? Schwarzwälder Kirschtorte, Schwarzwaldtorte. Ganz komisch, Lex. Aber da ist doch eigentlich Kirsche dabei. Verstehe ich auch nicht. Die werde ich erstmal direkt wegsnacken. Du Dicky. Lecker Schmecker. Du Lex, wen gehören denn diese Koffer da? Das weißt du doch, die sind von Peppa. Wo ist denn Peppa? Ich will sie sehen. Ah, die ist gerade unterwegs auf einem Dreh.
Oh, die ist immer unterwegs. Weißt du, wie lange sie noch bleibt? Ich weiß nicht, ich glaube eine Woche oder zwei oder so. Ach so, okay. Du legst, was können wir jetzt machen? Hast du irgendwas Lust, irgendwas zu unternehmen oder so? Wir könnten Verstecken spielen, in meinen Pool gehen, in den Adventure Park, ins Schwimmbad, was du möchtest. Du legst, du hast ja gerade den Kuchen hier gegessen, aber hast du trotzdem vielleicht noch ein bisschen Hunger? Ja klar. Wollen wir vielleicht zum Supermarkt oder zu McDonald's oder so? McDonald's klingt richtig gut. Schon wieder? Wir gehen da echt oft hin. Ja, aber dann gehen wir einfach in der Zukunft weniger hin, weißt du? Leute, man darf echt nicht so oft zu McDonald's gehen. Aber wir machen eine Ausnahme. So. Ja, eine ganz, ganz große Ausnahme. Aber wirklich nur dieses eine Mal, okay? Okay. Oh. Was ist los, Iggy? Ich hab nichts gefunden. Alles gut. Okay, ich hätte auch nicht gedacht, dass du irgendwas gefunden hast. Schau mal. Hä? Wow, noch eine Wassermelone. Platsch! Willst du mich abwerfen beim Melonenessen? Willst du noch eine Melone? Oh, nee, dann trickst du mich eh nur wieder aus. Nein, mache ich diesmal nicht. Hier, komm, du musst sie dir nur holen. Da drüben. Okay. Platsch! Bah, Iggy! Ich schon wieder in den Diamantsee. Ich spring auch mal rein, okay? Okay, mach das, aber... Von hier? Ich will kurz was Cooles machen, okay? Also guck nicht zu mir. Okay. Haha! Pass auf, Iggy. Ich werde jetzt was so Cooles machen, das wirst du... Du wirst gar nicht damit rechnen. Was denn, Lex? Dreh dich doch mal um, Iggy. Lex? Ah, guck mal, wo ich bin. Wasser irgendwo? Nein, nirgends im Wasser. Guck mal zu McDonald's. Du bist hier doch nirgends. Oh, doch. Und wie? Guck nach oben. Lex? Nein, das andere oben. Hier drinne? Hallo, Lex? Nein, ich bin hier draußen. Lex? Lex? Wie bist denn da hochgekommen, Lex? Tja, da gibt's... Es gibt eine kleine geheime Leiter, die ist mega schwer zu klettern. Boah, du bist da hochgeklettert, Lex? Oh, boah, es ist ziemlich rutschig hier oben. Lex, pass bitte auf. Lex! Lex? Lex? Oh nein, Leute, Lex ist runtergefallen. Er ist da hochgeklettert. Lex, geht's dir gut? Lex? Oh nein, Polizei, Krankenwagen. Oh, oh, schnell. Hallo? Haben Sie ein Telefon? Hallo, haben Sie ein Telefon? Sie haben doch hier so ein Gerät auf. Nein? Oh nein, Lex. Lex, geht's dir gut? Oh nein, ich habe kein Handy dabei. Lex? Iggy, komm her. Was denn? Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Lex! Und bitte. Falls ich es nicht schaffe, denk daran, was meine letzten Worte an dich sind. Was denn? Es war nur Ketchup! Lex? Ketchup! Das ist ja wirklich Ketchup! Ja, ich hab's doch gesagt! Wie hast du das gemacht, Lex? Haha, ich hatte so Schuhe mit Sprungfedern und so Kissen dran und deswegen habe ich mir gar nicht wehgetan. Lex, du hast mir ja einen Schrecken eingejagt. Haha, das habe ich mir schon fast gedacht. Oh mein Gott. Aber weißt du, warum ich das gemacht habe? Weil du mich auch mal mit sowas richtig fies reingelegt hast. Ach ja. Dann zahle ich es dir mal richtig heim. Oh mein Gott, stimmt. Nicht schlecht, Lex. Aber nächstes Mal pranke ich dich wieder. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr ja jetzt einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr möchtet, dass ich oder Lex uns wieder pranken, könnt ihr das ja in die Kommentare schreiben. Das war ein echt guter Streich, Lex. Ich werde da echt was drauf reingefallen. Und schaut auch unbedingt bei Lex vorbei. Da gibt's auch jeden Tag coole Videos. Und ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüssi! Tschüssi!